Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute ein DIY-Haul für euch. Von Action hauptsächlich und etwas Kleines von Ikea. Ich habe mir Kunstblumen gekauft. Pro Stück 49 Cent. Kann man nicht meckern. Ja. Und die werde ich auf jeden Fall für irgendein DIY verwenden. Dann bleiben wir mal bei Blumen. Tada! Die hier sind von Action. Das sind weiße Rosen. 79 Cent gekostet. Und es ist nicht nur bei dieser eine Packung geblieben. Ich habe zweimal mintfarbige Rosen, zweimal rosa Rosen und einmal Aprikot-Pastell-Orange-farbige Rosen. Da fand ich es richtig schade, dass sie nicht nochmal da waren. Ich habe da unten gewühlt, aber ich habe die nur einmal gefunden, sonst hätte ich sie mir auch zweimal mitgenommen. Die weißen habe ich übrigens auch nur einmal gefunden. Und dann habe ich rosa Schleifen gefunden mit so Schleifenbändern und sowas noch dabei, keine Ahnung. Ging mir hauptsächlich um die Schleifen. Dann habe ich mir so eine riesige Packung mit Pailletten, wie auch immer man das nennt, ja, Paillettenmix nennen die das, gekauft. Hauptsächlich wegen solcher rosa Herzen, was dahinter versteckt ist. Und dieser mit grünen farbigen Pailletten. Oder den blauen Blumen. Und das wird auch irgendwann mal in einem DIY verwurstet, definitiv. Und dann habe ich noch so hellblaues Spitzenband. Und einmal so Organza, das ist so grau-blau schimmernd. Davon hatten sie so viele Rollen. Eine Rolle, die war so braunrötlich mit Pailletten drin. Wenn die das und so oder in weiß gehabt hätten, das wäre super gewesen. Denn mir schwebt ein DIY vor, hat ein bisschen was mit Mermaids zu tun. Und da wäre das perfekt gewesen, aber habe ich nicht gefunden. Weil dieses braunrote hätte ich für Mermaids nicht verwenden können. Aber ich hoffe, dieses hier tut seinen Job auch. Das war's dann auch schon mit meinem kleinen DIY-Haul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.